So, ihr Lieben, für den 3. Oktober schauen wir heute ins Light Seers Tarot. Sehen wir mal nach, welche Karte hier für uns rauskommt für das Kollektiv. Welche Karte kommt für das Kollektiv raus? So, die erste Karte, die gefallen ist, war diese hier. Oh, The Hanged Man. Ja, mit der Karte The Hanged Man haben wir heute einen Tag, wo wir sehr viel Geduld brauchen, wo wir vielleicht ein bisschen abwarten müssen, wo die Dinge sich nicht in dem Zeitfenster entwickeln, wo wir es gerne hätten. Wir haben hier auch eine Energie, ein bisschen der Stagnation, dass man sozusagen einfach warten muss, bis die Dinge sich entwickeln. Man muss sich wirklich dem Leben hingeben. Das heißt, nicht versuchen, die Kontrolle zu übernehmen, nicht versuchen zu sagen, ich bin der Herrscher meines Schicksals und ich tue jetzt das und das. Nicht aus dem Ego kommen, loslassen, den Dingen ihren Lauf lassen. Das ist die heutige Tageskarte und das passt auch perfekt, denn heute ist der 3.10. und hier haben wir die 12 und 2 und 1 ergeben zusammen was? Die 3, also die perfekte Karte für den heutigen Tag. Ich wünsche euch ein schönes Tagel und bis bald, Baba.